Das Schützer 24-Stunden-Rennen ist im Wandel. Der Rad-Event hat sich an diesem Wochenende ganz anders präsentiert als noch im letzten Jahr. Vor allem, weil das Strassenrennen wegfällt und sich die Organisatoren auf die Biker konzentrieren. Das OK begründet den Schritt mit der Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer. Es hat die letzten Jahre mehrere Fastunfälle gegeben, weil sich z.B. die Autofahrer nicht an die Weisungen der Feuerwehr gehalten haben oder Absperrgitter auf die Strecke gestellt worden sind. Doch auch bei den Details hat es dieses Jahr Neuerungen gegeben. Am auffälligsten im Start-Ziel-Bereich. Die Änderungen kommen vor allem im Zuschauer zu gut, sagt der OK-Präsident Markus Hodu. Wir haben eine neue Attraktion, und zwar haben wir die Überführung dieses Jahr eingesetzt, dass Biker eigentlich überführt werden und Fußgänger respektive Zuschauer unten durch können, passieren können. Für uns war natürlich wichtig, dass wir auch den Start-Ziel-Bereich überdenkt haben und die Möglichkeit, jetzt den Übergang zu nutzen für Biker, damit man auch eigentlich mehr den Bikesport zum Publikum bringen und eine technisch anspruchsvolle Passage im Start-Ziel-Bereich einzubauen. Für die Zuschauer ist es natürlich ein grosser Vorteil. Sie können natürlich jetzt zwischen dem Festzelt und dem Barzelt problemlos hin und her zirkulieren. Und das war doch in den vergangenen Jahren immer ein Engpass gewesen. Unsere Bauequipe hat jetzt alles geleistet. Am Freitagmorgen war hier noch nichts. Vorgängig hat man den Übergang angepasst. Und nachher am Freitag haben wir die Steilwandkurve gebaut und asphaltiert. Am Montag wird das alles wieder zurückgebaut und am Dienstag sieht man hier nichts mehr. Auch die Fahrer haben die Neuerungen positiv aufgefasst. Die Steilwandkurve finde ich eigentlich super. Macht Spass. Eigentlich Türen ist manchmal ein bisschen heikel, wir jumpen ein bisschen und dadurch, wenn direkt einer vor einem ist, ist das nicht so gäbig, wenn er ab und zu plötzlich abbremst. Aber ich kann es geben und einfach die Distanz halten, dann funktioniert es. Das ist eigentlich eher einer der einfacheren Teilkurven, ist sonst schön angelegt. Tipptopp, man kann sich schön reinlegen und eigentlich noch eins hier für die Wechselzone schön Gas drauf geben. Also ich finde es eine coole Angelegenheit, es ist für die Biker auch eine Chance, den Zuschauern etwas zu zeigen. In die Tunnelzone rein jumpen zum Beispiel und einen Sprung machen. Kommt gut an bei den Zuschauern. Man muss einfach aufpassen, dass man mit dem Kopf nicht oben antatscht. Und nachdem noch Kurven kriegt und die Steilwandkurven nehmen, das ist glaube ich schon noch spektakulär für die Zuschauer. Und zum Biken macht es natürlich auch wahnsinnig Spass. Ein Gewitterzelle zieht über Schütz. Im einen oder anderen Biker käme die Abkühlung aber sicher gelegen, meint der OK-Präsident. Der Regen macht sicher noch technisch anspruchsvoller in gewissen Passagen, gerade auf der Wiese. Aber ich denke, dass die Bikerinnen und Biker mit dem gut Schlag kommen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es mit dem Gewitter noch schlimmer werden könnte. Aber jetzt ist es wieder am Trocknen, respektive es regnet nicht mehr und die Zeiten werden auch nicht schlechter. Also. Die Rundenzeiten sind immer noch sehr gut. Also wir sind über dem Zeitplan vom letzten Jahr. Und wenn es jetzt trocken bleibt, gibt es sicher neue Rekorde in den meisten Kategorien.